herzlich willkommen zurück bei Rückkehr zum Wandersmann. Die Spelunke, wo wir den Ellen mit dem Codewort Zitadelle dazu gebracht haben, uns zu erzählen, was hier so geht. Und ja, haben wir auch herausgefunden, wenn ihr das wissen wollt, was hier Sache ist, dann müsst ihr die letzte Folge gucken. Das war die 3, 4, ungefähr 24, schätze ich mal, also die Folge davor halt. Und jetzt werde ich mal versuchen, ob ich die knusprige, vollbusige, viel Holz vor der Hündin Maria da hier oben ins Zimmerchen kriege. So, ich brauche ein Zimmer, Maria. Oh, jetzt habe ich da ein bisschen in Ausschnitt geklickt. Das wollte ich nicht. Das braucht ist unangenehm. Noch etwas? Ja, eure Gesellschaft. Von mir bekommt ihr, was ihr wollt. Ja, das wusste ich doch. Ja, supi. Dann komm doch gleich mal mit, Maria. So, eine Runde. Ja, scheiße, da muss das halt wohl sein. Vielleicht kann noch ich sie besoffen eine Runde, machen. Bitte. Darf es noch etwas sein? Ja. Versucht das schon seit der letzten... Ich danke euch, Maria. Jederzeit, Werte. Ja, das machst jederzeit. Du immer. Machen tust du es nur nicht. Ach, sie prüft, ob sie den Mundgeruch hat. Habt ihr es gesehen? Da hat sie gerade geguckt, ob sie vielleicht Mundgeruch hat. Nicht, dass der James da plötzlich von der Bettkante hupft. So, Wirt, hast du noch was? Ich sehe ja gar nichts. Hallo, Wirt, wo muss ich denn jetzt hinstehen? Warte mal, da gab es doch so... hier geht das wieder nicht mit dem Winkel. Okay, dann gehe ich jetzt da hoch. Ihr wollt sicher eine Bleibe. Ja, okay. Scheiße, so, drei Silbermünzen für jeden. Ihr müsst euch das Zimmer teilen. Ja. Warum zeigst du dich nicht? Also komm jetzt hierher. Verdammt, was soll der Scheiß jetzt? Genau, jetzt da hoch. Komm, Hoppchen. So, Ruhe wahrscheinlich. Dann ruh doch mal bis... um 5 aufstehen, um 6 gibt's Frühstück. Dengel. So, was? Die Freunde erwachen vom Geräusch splitternden Glases, dem Geruch brennenden Fleisches. Ach du Scheiße, was brutzeln sie denn hier? Sind wir das etwa, die wir da riechen? In Windeseile sind sie im Schankraum, wo sie angreifende Goblins vorfinden. Ja, so eine Scheiße. Oh, auch gleich so viele hier. Und ich hab ganz vergessen, die zu heilen, ich Idiot. Oh, was denn das für eine Musik plötzlich? Also hau den mal kaputt hier. Stich ihn ab. Komm! Ganz besser! Goblinisier den, mach mal ein Goblin aus dem. Dann hängen wir den an die Wand. Ah, scheiße, die haben einen Bogen. Kacke, mit Feuerpfeilen. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Wobei, der ist ja fast feuerfest. Weil, ihr wisst ja, der hat ja so ein feuerfestes Wams an. Ja, das nützt da nichts mit deinem Pfeilchen. Ja, komm, das nimmt nichts. Es trifft ihn zwar, aber das ist der Pfeilschaden, das nimmt der Schaden der Spitze. Und ich schätze mal, ich müsste die da kaputt machen. Also, geht aber auf den los mit dem Zorn des Askalon. Kriegst du jetzt zu schmecken, Kerl. Zabam! So, der ist nicht nur betäubt, der ist tot. Ja, das kratzt den ja. Das kratzt doch unseren Solone. So, und jetzt müssen wir halt Stecki nehmen hier, weil ich habe vergessen, die aufzuzaubern hier. Also, wie soll ich sagen? Ihr wisst schon. Ich hab vergessen, Dinge aufzufüllen da. Ihr Manna! So. Da liegen sie auch gleich da nieder, die Kerls. Und du hast doch. Ach, den Zauber. Warte mal, was? Du hast ja auch noch so ein Stecki. Komm, zeig das mal. Hier, das da. Ja, ich will, dass ihr überleben hier. Nicht, dass mich die kommt. Das wäre ja peinlich hier. So, ciao. Es ist nur noch einer da. So, mach den alle. Komm. Das ist eine Kleinigkeit hier. Zabam. Ciao. Jetzt komm. Leg dich nieder hier. So, jetzt schnell plündern die Kerls. Komm, jetzt plündern. So, jetzt komm. Ja, oi. Da ist richtig was zu holen hier bei den Goblins. Die haben ja richtig geiles Zeug dabei. Nimm mal die Pfeilchen noch. Vielleicht kannst du die mal brauchen. Hier, Reiter Langbogen. Was, Wächter. Nieten besetzt. Okay, das nehme ich. Und was hast du noch? Wächterkram. Goblin Streit. Machst das Müll. Ja, was hast du hier noch? Tränkchen. Ja, super. Blödern, Kerls. Das ist aber cool. Die Goblins haben ja mehr dabei wie die Banditen. Das ist ja supi. So, was noch hier? Wächter Keschianer-Kram. Das Müll. Nur schwere. Da steht auch schweres Kettenhemd. So, was nehme ich denn mit? Nein, aber vielleicht den Bogen. So, okay. Was hast du hier noch? Hier ist noch ein Kerl. Der hat auch ein Tränkchen und zwei Fläschis. So. Soll ich mal so ein... Ah, ich will aber ein Venture. Ein besseres Eichenholzschild. Venture. Und die Kohle natürlich. So, das ist auch das Müll. Was habt ihr denn sonst noch dabei? Hier nochmal ein Tränkchen und eine Fläschchen.
Also der Ring, den darfst du behalten, aber die Kohle gibst du raus. Das ist alles Dreck. So, hier liegen noch zwei. Eicherner Schild, das ist schon mal gut. Den gebe ich mal ihm mit. Wenn ich dann mal eine Einhandwaffe, wenn ich was finde, was dem Zorn des Askalons würdig wäre, quasi, dann wechsle ich das mal und teste das mal aus, ob das besser ist. So, hier was mit dem Eicherner Schild. Welcher ist denn jetzt besser? Eicherner Schild. Und was hast du? Da hast du einen aufgehoben. Okay. Da ist noch ein Fläschchen, das nehme ich auch noch mit. Und der Rest ist Mist. Genau. Den darfst du behalten. Okay. Ja, dann nix wie raus. Halt! Halte mal. Bevor ich das jetzt wieder vergesse. Ihr seht, die hat keine Magie mehr. Da hat sie es ausmagisiert. Regengift. Gib's ihm. Was ist das? Öl. Ah, Feueröl wahrscheinlich. Genau. Das ist deine Fernwaffe. So. Hast du noch ein Feueröl? Nein. Aber du kannst das nehmen hier. Was ist das noch? Giftiges Fett. Das wäre was für seine Klinge. Öl. Feueröl. Okay, dann kriegst du auch noch so ein Feuerölchen. So, nochmal Feueröl. Ja, super. Da habe ich nämlich eine Fernwaffe für die Kerls, oder? Schwacher Trank des Feuerschutzes. Das kannst du auch noch nehmen. Das passt da genau noch rein. So, was ist das? Harz der Reparatur. Das kriegst auch du. So, und jetzt wollen wir das auch noch einschätzen. Was ist das? Verflucht! Es war einmal vor langer Zeit, da beging eine Armee den Fehler, sich gegen ihre Herren, die Wallerruhe aufzulehnen. Von dieser Armee sind jetzt nur noch die mit Chaos-Zaubern verfluchten Waffen und Rüstungsgegenstände übrig. Es ist klug, diesen wertlosen Gegenstand sofort loszuwerden, bevor man selbst von dem Fluch befallen wird. Ja, scheiße, ablegen, ablegen, leg das weg. Das ist besser. So, also nichts wie raus, oder? Was war es nun? Der Rauch, die Verwirrung nach dem Kampf oder einfach nur die schlechte Führung des ehemaligen Teams, weswegen die Party sich zu lange im verbrennenden Gasthof aufhielt. Links, Krachmarsch, dies ist etwas gleich zu sein. Ach, scheiße, jetzt kratze ich ab, oder was? Jetzt bin ich da so lange rumgewuselt. Hätte, wäre ich doch rausgegangen. Ja, scheiße, fuck. Oh, schon zum zweiten Mal in diesem Spiel. Danke, da schließt er mich in die Arme. Das ist, glaube ich, eine Sie, links, Krachmarsch. Scheiße. Ja, und ich habe auch nicht gespeichert, ich blöde Sau. Also ich werde das wegschneiden bis vor den Goblin-Kampf. Wir sehen uns dann gleich dort wieder. Bis dahin. Tschüss. So, diesen Kampf, den zeige ich euch natürlich nochmal schnell. Das ist ja klar, oder? Den wollt ihr wahrscheinlich sehen. Ich habe da schon die Tränkchen und den ganzen Krempel, das habe ich nochmal gemacht. Jetzt kann sie nicht. Was sollst du denn wirken? Du wirkst mal ein... Ach, sei es, jetzt muss ich noch umbauen hier wieder. Das habe ich jetzt noch nicht. Warte mal, mach mal den Wirbelsturm kurz weg. Und den Blitzschlag machst du auch kurz weg. Und dann nehmen wir hier was wieder. So, das machen wir schnell. Blick in die Sonne, Feuerregen, Phönixklingen, Feuerspeer. Was ist denn das? Waffenhalbe werden von magischem Feuer geholt. Das kann ich nicht gebrauchen. Nein, ich will den Feuerspeer wieder. So, okay. Und jetzt werden wir hier mal ordentlich was rumzaubern. Und zwar den Feuersturm. Und halt. Warte mal. Jetzt erst mal gucken. Schneller Zauber. Genau. Das ist wichtig. Jetzt macht er nochmal. Und zwar den Feuersturm. Ja, Feuersturm den mal hier. Ja, super. Das geht nämlich auf alle. So, mal gucken, wie viel ich da. Okay. Ah, letztes Mal ging da zwei drauf. Aber ist egal. Macht ja nichts. So, und du. Was hast du denn? Zeig doch mal, dir habe ich doch vorher ein starkes Feuerhehl verpasst. Wo hast du denn? Okay, ein, das reicht auch. Verwende! Da, den hier. Oder den. Oder welcher ist denn? Der da. Der ist am nächsten dran. Den mache ich jetzt. Ihr müsst mal gucken, wie weit Solon. Der wirft das über die ganze Karte hier. Und der trifft auch, weil Solon. Er ist ein Superwerfer und kräftig wie Sau. So, ciao. So, und jetzt kann auch Kenderick. Der darf auch mal was zaubern hier. Was willst du denn wirken hier? Ein Blitzschlag oder Pfeile der Spaltung? Ja, spalt doch dem mal den Schädel hier. Dem hier. Zeig doch mal, was du kannst. Ja, da kommen sie auch schon an, die Pfeile der Spaltung. Mal gucken, ob es den auch gleich spaltet. Na, ja, ciao. So, da waren also nur noch zwei. Zwei kleine Schweinchen und so, ihr wisst schon. So, jetzt sind sie fast hin. Ich glaube, die schaffen es gar nicht bis zu mir. Die kleinen Raufbolde. So, jetzt peil doch den mal nieder hier. Das kriegst du hin, oder? Weil es ist ja ein verzauberter Bogen. Der findet ja die Schwachstellen der Rüstung, wie ihr vielleicht noch wisst. Zup. Das war's wahrscheinlich auch für diesen hier. Ja, ciao. So. Aber die Erfahrung, die will ich schon mitnehmen. Okay, und dann wieder Schnitt beim Wandersmann. Weil Splinter, das braucht ihr nicht zu sehen. Bis dahin.
So, und auf dem Weg zum Wandersbahn, da kommen nochmal Männer, die wollen unbedingt kämpfen. Die lernen es irgendwie einfach nett. Ihr seht es, die schnallen es nett. Oh, da werde ich aber erstmal die Bohrenkerle ausschalten, wenn es geht. Ja, weil die sind gefährlich, die könnten mir, theoretisch könnten die mir den Kenderik oder die Nazara killen. Und das geht ja, da kann man gar nicht mehr. Ja, greif den James an, komm. So, wer darf jetzt? Oh, scheiße, das ist eben das, was ich nicht unbedingt wollte. So, hau den mal kaputt, mein zorniger Askalon hier. Zeig ihm das mal von da. Genau. Oh, minus 80. Oi, 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 der war aber sehr zornig hier, der Askalon-Sämmerchen. Das kratzt den Solo doch nicht. Ja, mach mich doch nicht schwach hier. So, also dann, du kannst dir mal den Feuersturm wirken hier. Wirk mal ordentlich. Kannst ja gut hier rumrutzeln. Ihr seht, zusammen ungefähr 100 Schaden oder so, alles in allem. Ei, nicht den Kenderik! Okay, den kratzt das nicht. Da kannst du schon rummachen. Das bringt nämlich eh nichts. So, jetzt kriegst du noch einen Blitz verpasst hier. Was haben wir denn noch? Abweile der Spaltung. Finde ich auch nicht schlecht. Segen des Blitzes. Ja, mach doch mal. Zeig doch mal her. Wo kann ich das anwenden? Gar nicht. Okay, dann was anderes. Pfeile der Spaltung. Dann spalt doch den mal. Nein, den hier. Der ist noch. Der hat noch mehr Leben. Denk mal, das könnte den gleich killen. Ach, scheiße. Der hat ein Schild. So was Blödes. So, also. Komm, dann mach den da kaputt. Ach, da kommst du nicht hin. Was Dummes aber auch. So, nochmal. Komm. Er hat ein Schild, das ist vielleicht keine gute Idee. Genau. Ah doch, okay, so schlecht war die Idee nicht. So, jetzt sollte ich wahrscheinlich langsam ein Schwert zücken. Vor Entzücken zücke ich dann mein Schwert. Na, da haben wir wieder mal ein Schwein gehabt. Entzücken! So, dann kannst du mal ein Zauberchen wirken. Hier, Blitzschlag. Vielleicht blitzt den mal kaputt hier. Den hier. Damit der aufhört, hier rumzupfeilen. Na, endlich lässt das nicht fallen. Hat er gemerkt, dass es langsam... So, ciao, dass es langsam brenzlig wird hier. So, du hast ja ein Schild, aber den mache ich dir jetzt kaputt. So, ciao. Und du, was hast du doch hier zum Wirken? Ein Feuerspeer. Jetzt komme ich da aber nicht hin. Müssen erstmal ein bisschen Schritt nach vorne machen. So, geht das jetzt? Zeig doch mal. Jawohl. So, das war's jetzt für dich hier. Salam. Tschüss. Arsch verbrutzelt. So, plündern müsst ihr nicht sehen. Nächstes Mal, denke ich, sind wir beim Wandersbad, wenn wir nicht nochmal aufgehalten werden. Bis dann. So, da sind wir wieder bei den Goblins. Wir erwachen wieder. Es stinkt wieder nach brennendem Fleisch. Und sie sind wieder da, die Clowns. So. Und ich habe diesmal Schwertchen schon gezückt und hau den mal aufs Maul hier. Und dann werden wir halt ganz, ganz schnell plündern und dann sofort rausrennen. Ich hoffe, dass ich diesmal das überleben kann hier. So, weil ich muss dann auch die Folge beenden. Das wurde jetzt ungewollt lange hier. So, ja, geh doch, genau. Geh doch zum James oder zum Solon. Den kratzt das einen Scheiß. Solange mit die anderen zwei da nicht. Ja, genau. Feuerpfeile auf den Jamie. Der hat nämlich ein feuerfestes Bums, wenn ihr euch erinnert. Dem macht das nichts. So, okay. Und du darfst hier aber ordentlich rumbrutzeln. Feuersturm. Ja, feuer die mal zusammen hier. Den Arsch verbrennen hier. So, jetzt weiß ich auch, warum es hier nach brennendem Fleisch riecht. Jetzt wird mir das klar. Kannst du... Der kann da nichts nehmen. Kannst du den Boden absuchen? Geht das hier? Nein, das geht hier leider nicht. Schade, schade, schade. Dann greif halt den Kerl an hier. Ich würde das gerne vorher machen, aber das scheint hier nicht zu gehen. Weil die haben ja schon Zeug dabei. Jetzt muss ich das ganz schnell machen. Komm, lass mich da plündern. Schnell. Und dann raus. Komm, schnell. Nimm das Zeug. Nimm das Zeug. Verdammt. Jetzt aber hurtig. Ach, scheiße. Nimm's jetzt, verdammt. Ich will nicht wieder sterben hier. Ich hab keinen Bock. Gib's her, gib's her. Gib's her, das Zeug. Schnell. Jetzt nimm's doch. Verdammt, jetzt will der die Kohle denn einpacken. Das gibt's doch nicht. Als ob er zu viel hätte. Es kann doch nicht wahr sein hier. So, jetzt nimm den Scheiß. Komm, Kohle, Kohle, Kohle. Und an, verdammt. Und die Peilchen. Nimm's ihn. Oh, ihr seht, ich bin im Stress. Ich will nicht wieder sterben hier für nix. Das reicht mir. Ah, scheiße, der nimmt das wieder. In meiner Panik. Der nimmt das wieder nicht. Verdammt, was ist das? Das ist Scheißdreck. Okay, und du doch. Oder das muss ich den letzten liegen lassen. Oder um was geht's hier? Verdammt. Jetzt raus, raus, raus. Los. Hurtig. Oh, Schwein gehabt. Ich dachte, ich verbrenne hier wieder. So, während die Party jetzt vorbei ist.
und aus dem brennenden Gebäude läuft. Dreht sich James plötzlich um und rennt in das Inferno zurück. Sekunden später kommt er wieder raus, die bewusstlose Maria Rojos in seinen Armen tragen. Ah ja, die lag ja noch in seinem Bett, das hätte ich ja fast vergessen. Die kam nämlich doch noch bei ihm angeschissen. Was die aber zu erzählen haben, da neben dem abgebrannten Wandersmann, das hört ihr in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dahin.